Wie verhältst du dich bei einem Umstieg zwischen zwei Flügen? Erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast vermutlich viel gespart, denn ein Zwischenstopp ist deutlich günstiger als ein Direktflug. Im Flugzeug gibt es meistens in der letzten Stunde vor der Landung Informationen vom Flugpersonal, wie es weitergeht. Ich habe immer dabei einen Kugelschreiber und auf meinem Handy eine App mit einem Sprachtool, wo ich dann alle Länder, die ich bereise bzw. einen Zwischenstopp habe, sprachlich hinterlegt habe. Das hat für mich den Vorteil, dass ich im Flugzeug bereits Dokumente ausfüllen kann. Häufig ist es der Fall, dass das Flugpersonal bereits im Flugzeug Zolldokumente und Einreisedokumente austeilt. Dann kann man die direkt im Flugzeug in aller Ruhe ausfüllen und sich vielleicht auch nochmal Tipps vom Mitreisenden holen. Hier kannst du dich aber auch bereits vorbereiten. Häufig ist es mittlerweile so, dass viele Staaten Online-Dokumente zur Verfügung stellen und dann kannst du die ganzen Fragen schon online ausfüllen und am besten hast du natürlich auch einen Ausdruck in deiner Tasche, damit das Ganze dann vor Ort sehr schnell und zügig geht. In nahezu allen Ländern muss man einreisen, wenn das Flugzeug gelandet ist, um dann später wieder auszureisen, um sein Flugzeug zu bekommen. Ganz, ganz wenige Länder machen es so, dass man tatsächlich, nachdem alle Fluggäste, die in dem Land bleiben, ausgestiegen sind, man kurz darauf gebeten wird, das Flugzeug zu verlassen und dann wird man, ich sag mal, eingesperrt in einem kleineren Bereich für eine Stunde, zwei. Meistens wird das Flugzeug geputzt und dann kann man wieder einsteigen und weiterfliegen. Das ist aber ganz selten. Das habe ich zweimal in gut 30 Jahren des Reisens gehabt. Heutzutage musst du eigentlich immer und überall erst ins Land einreisen und dann wieder ausreisen zu dürfen. Aber was ist mit deinem Gepäck? Auch hier solltest du die Ansage hören im Flugzeug, denn häufig verrät dir schon das Flugpersonal im Flugzeug, wie es mit deinem Gepäck weitergeht. Du siehst irgendwo, dass Gepäck ausgegeben wird. Du nimmst dein Gepäck, gehst zu einer Röntgenanlage. Da steht ein Beamter, dem gibst du deine Zollinformationen. Dein Gepäck fährt durch ein Röntgengerät. Am anderen Ende nimmst du das Gepäck wieder heraus und das war's. Du selber musst natürlich ganz normal durch den Zoll einreisen, so wie es immer der Fall ist. Wenn du das erste Mal fliegst, gibt es noch viel mehr Fragen, die du sicherlich hast. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir am Ende dieses Videos. Was ich dir aber garantieren kann, ist, wenn du es versäumst, dein Gepäck irgendwo auf dem Flughafen abzuholen, es wird dich erreichen. Die Fluggesellschaft wird nicht sonderlich begeistert sein, dir dein Gepäck nachzutragen, aber sie machen es. Deswegen solltest du immer am Reiseziel ein bis zwei Tage Aufenthalt einplanen, genau für solche Dinge, dass dich dein Gepäck zum Beispiel nicht erreicht und das nachgebracht werden muss von der Fluggesellschaft. Das ist gar nicht so selten, dass mir das passiert ist. Oft reichen der Fluggesellschaft schon 6 Stunden, um das Gepäck nachzubringen. Und hier das versprochene Video zum ersten Mal alleine fliegen.